So, einfach mal schnell ein Auto ausgeliehen. Jetzt ein bisschen mal rumfahren kurz. Und ja, wie gesagt, also RTL, ihr wisst Bescheid, alles nur Lüge. Also das, was da steht in dem Bericht, stimmt definitiv nicht. Und ja, bin mal gespannt. Ich gucke später noch Fragen, beantworte ein paar Fragen. Und jetzt cruise ich erstmal ein bisschen. Sieht aber ganz geil aus von hier oben. Da sind die Windmühlen. Meine Freunde, ich habe ja noch gar nicht guten Morgen gesagt. Guten Morgen, Enz, Freundens, Menschens. eure Kommentare waren gestern wieder so geil. Ich blende mal ein paar ein, fand ich echt lustig. Aber ist sehr schön hier. Guck mal die Katze, wie die da chillt. Warte mal. Sieht man das? Oh, ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber ich blende mal ein paar Kommentare von euch ein, fand ich echt lustig. So, Prost, ich habe jetzt hier einen Proteinshake bekommen und chill hier. Ja, sieht sehr schön aus, gefällt mir. Das Wetter ist auch schön. Den haue ich jetzt weg. Aus der Süßholzwurzel, ganz Natur und darum Genuss und Heilmittel zugleich. Besonders für Magenleidende bin ich eine Wohltat. Dasselbe gilt für die Atmungsorgane und den Teint. Darum Gesundheit nicht vergessen, Lakritzen essen. Haribo, Haribo, Haribo macht Kinder heute insgesamt und auch in Kliniken. Und ich muss sagen, das Matrix-Prinzip war für mich bis jetzt so die beste Therapie, würde ich mal sagen, weil da sind Ansätze, die habe ich so noch nie gehört. Ansätze, die habe ich so noch nie irgendwo gehört, gesehen, was auch immer. Ich war bei sehr vielen verschiedenen Therapeuten, deswegen denke ich, kann ich da schon so ein bisschen sagen, okay, das und das und das war. Und das finde ich halt krass. Also habe ich schon mich mal an Dropshipping versucht, beziehungsweise habe ich das dann erstmal wieder eingefroren aus dem Grund, weil ich nicht gewusst habe, wie das wirklich richtig funktioniert und war dann zwischen ein paar Hürden gestanden und dann dachte ich mir so, okay, ich muss erstmal wirklich lernen, wie das richtig geht und dann habe ich das Business-Prinzip. Genau, und Emanuel und Cecil zeigen uns halt wieder wirklich genau, wie wir das machen und wie das funktioniert und so weiter. Und ich zeige euch jetzt auch gleich einfach mal kurz einen Einblick, was ihr euch unter meinem Shop vorstellen könnt. Ich kann euch sagen, meine Freunde, das ist schicki. Drei verschiedene, das hat mich überfordert gerade. So, meine Freunde. Dann gehe ich jetzt mal los. Oh. Ups, ein bisschen laut. Sorry, Nachbarn. Oh, diese Luft. Oh, wie man einatmen kann. Das ist so geil. Das ist echt geil. Weil Dubai ist jetzt gerade echt drückend. Das ist, als wenn man in der Sauna sitzt praktisch. Aber hier, oh, ist echt schön. So, meine Freunde. Ja, ich freue mich über eure Nachrichten die ganze Zeit. Ihr postet immer noch richtig mega geil. Mega Feedback. Guck mal, wie schön das aussieht. Stadt, Essen, Kids sind schon da, alle schon da, warten auf mich und dann
Bis später. Meine Freunde, ist zum Glück immer leicht, meine Kinder zu finden. Warte. Ja, in die Richtung. Ja, ich habe wieder so viele Nachrichten gekriegt, meine Freunde. Lasst euch nicht aufhalten von niemandem. Also nicht von den Eltern, nicht von Lehrern, nicht von niemandem. Ihr könnt alles in eurem Leben erreichen. Das ist so krass. Und es kommt immer nur darauf an, wie man selber damit umgeht. Ne? Also nimmt man das als Motivation oder lässt man sich dadurch runterkriegen? Warte, ich zeige euch das mal. Und die Nachrichten sind echt krass. Wenn ihr euer Leben umstellt, euch gesünder ernährt, Sport macht, dann werdet ihr zum Teil von Eltern oder von irgendwelchen Menschen in eurem Umkreis als krank bezeichnet. Ey, das ist so eine Zombie-Welt. Das ist unfassbar. Er ist auch geil. Ja. Sehr geil. Oh, süße Hundis. Boah, ist einfach so entspannt hier, ey. Es gab quasi eine bestimmte Situation in meinem Leben, wo ich immer fast ausgerastet bin. Und das hat beziehungstechnisch was zu tun. Und dann haben wir halt im Auto mal drüber gesprochen und dann habe ich meinem Freund meinen neuen Standpunkt diesbezüglich erklärt. Der war so still und hat voll zugehört, wirklich voll interessiert und hat zum Schluss gesagt, Schatz, ich bin so froh, dass es dir durch diese Übungen oder was auch immer du da machst, so gut geht jetzt. Und es geht dir bei so vielen Sachen so extrem gut, dass ich völlig verblüfft bin. Dann habe ich gesagt, es ist nicht nur das Matrix-Prinzip. Es hat angefangen mit dem Maximum-Prinzip, dass ich endlich meine Ernährung im Griff habe. Das war schon mal das A und O. Dann das Matrix-Prinzip, dass ich bei vielen Persönlichkeitsbaustellen im Leben und finanziell und richtig, richtig gut geworden bin. Oh, so schön. Jetzt erstmal Zicken gegessen und Cheese Sakanaki. Und schöner Sonnenuntergang. Mein kleiner Dreijähriger ist auf Zwiebeln gekommen. Der haut sich jetzt eine Zwiebel roh nach der anderen rein. Schönen griechischen Salat. Lecker. Sonnenuntergang. Mega. Ja, und dann erzählt mir dieses Mädchen, dass sie immer im Kindergarten Doktor spielen. Und dann wollte ich halt wissen, ja, was sie da genau spielen. Und dann meinte sie so, ja, dann machen wir so einen Oberkörper frei, dann spielen wir so Doktor und dann kriegen wir Kinder. Und ich so, wie kriegt ihr Kinder? Und dann macht sie so die Beine breit und klopft sich so auf ihre Mumu und sagt so, da, das kommt dann aus dem Popo raus. Und die ist 5. Ja, sowas lernen die im Kindergarten. Also das, was Coach Cecil sagt, ist wahr. Echt schockierend. Ich habe es meinem Mann erzählt, der hat gesagt, meine Tochter kommt nicht, oder unsere, kommt definitiv nicht in den Kindergarten, was ich sowieso schon lange sage.